BASF ist glimpflich durch die Pandemie gekommen, sagt Martin Brudermüller in seiner Rede bei der virtuellen Hauptversammlung. Auch wenn Arbeiten unter diesen Bedingungen viel Flexibilität von den Mitarbeitern fordert. Und natürlich spiegelt sich Covid-19 in der Bilanz. Doch das vierte Quartal 2020 zeigt einen starken Schlussspurt. Der Rückenwind beflügelt auch das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Wir sind stark in das Jahr 2021 gestartet. Den Umsatz steigerten wir im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 2,6 Milliarden Euro auf 19,4 Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür waren höhere Preise und Mengen. Das EBIT vor Sondereinflüssen nahm verglichen mit dem Vorjahresquartal um 42% zu. Es betrug 2,3 Milliarden Euro. Doch die größte Herausforderung ist nicht die Pandemie, es ist der Klimawandel. Auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft setzt sich das Unternehmen ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2050 machen wir BASF klimaneutral. Parallel dazu liegt der Fokus auf Wachstum. In China entsteht ein neuer Verbundstandort. Und darum investieren wir in Zhanjiang. Dafür planen wir 10 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030 ein. Zhanjiang wird nach Ludwigshafen und Antwerpen unser drittgrößter Standort. Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Produktion von Batteriematerialien. Die klare Botschaft für die Aktionäre ist, dass BASF die Themen der Zeit erkannt und sich darauf eingestellt hat. Profitables Wachstum ermöglicht letztlich auch die Zahlung einer verlässlichen Dividende. Eine verlässliche Dividende hat für den Vorstand Priorität. Auch in schwierigen Zeiten. Wir schauen mit Zuversicht in die Zukunft. Und daher schlagen wir der Hauptversammlung eine Dividende von 3,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vor, wie im Vorjahr. Insgesamt planen wir 3 Milliarden Euro an Sie auszuschütten. Die Herausforderungen durch die Pandemie bleiben. Doch die Weltwirtschaft hat sich stärker als erwartet belebt. Deshalb blickt BASF positiv in die Zukunft und hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 nach oben korrigiert. BASF. We create chemistry.